So, da bin ich schon wieder zurück mit dem kleinen Infovideo. Ihr seht schon, wir haben hier Nunbolas Anflug, Hintergrund-Ladebildschirm bekommen, beziehungsweise der Ladebildschirm allgemein. Das haben wir ganz einfach gemacht, indem wir gestern den Duo Cup gespielt haben. Ich muss sagen, aus eigener Erfahrung war eigentlich mal wieder ein netter Cup, denn nicht bauen ist schon irgendwie interessant. Man merkt, man muss halt taktisch spielen, aber man kann. Ich sag mal so, es gibt derzeit halt so zwei Aspekte. Entweder hat man halt Glück oder halt man hat halt eben kein Glück. Ist halt wirklich eh in Börse und du kannst dich halt ganz schlecht verteidigen. Du musst ein bisschen Zonenglück haben, dann taktisch vorgehen, gucken, wo sind deine Gegner. Also die erste Runde hätten wir auch schon genauso gut einen Sieg haben können. Aber ich denke mal so 22 Punkte, danach nochmal 18 Punkte. War eigentlich ganz interessant. Dann natürlich eine Nullerrunde und dann haben wir gesagt, nee, komm. Jetzt werden wir eh nie freischalten. Dafür muss man einfach ein bisschen mehr drauf haben. Ich wollte euch einfach mal zeigen, der Ladebildschirm ist jetzt reingekommen. Beziehungsweise gestern Abend wahrscheinlich schon. Wir haben gerade kurz nach eins. Ich wurde gerade wach, habe gedacht, komm, mach nochmal das Ding an, mach schon mal ein Shop-Video fertig und hast es nicht gesehen. Und dann kam der Ladebildschirm dazwischen. Also in dem Sinne, danke für den ganzen Support und haut rein.